Wo kommen wir her? Wo stehen wir jetzt? Und wo geht es hin? Das ist die Frage, die Historiker normalerweise beschäftigt, aber vielleicht eben auch Leute, die sich für die Finanzmärkte interessieren. Und ich will das erste Video diesen Jahres mal nutzen, um diese Frage ein bisschen zu stellen. Wo kommen wir her? Wie ist die Lage derzeit? Und was ist wahrscheinlich, was jetzt in 2023 passieren wird? Und zunächst mal eben die Frage, naja, wo kommen wir her? Es war ziemlich bitter dieses Jahr 2022. Es war das sechstschlechteste Jahr ever für die Aktienmärkte, genauer gesagt für den S&P 500 mit einem Verlust von 18,1%, der Nasdaq über 33% verloren, der Dow Jones dagegen weniger, dazu gleich mehr. Jedenfalls ist das natürlich schon mal eine ziemliche Kategorie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das, was jetzt passiert ist, deutlich drastischer war als etwa noch bei der Finanzkrise oder sogar in der Dotcom-Blase, denn es sind 17,4 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung entschwunden, kombiniert bei Aktien und Anleihen. Und das ist der ganz, ganz große Schmerz des Jahres 2022. Es waren ja nicht nur die Aktien, es waren vor allem die Anleihen, die auf die Mütze bekommen haben. Und das hat institutionelle Investoren natürlich massiv getroffen. Und hier sehen wir mal, alleine im Nasdaq 100, also dieser Index, der 100 amerikanische Tech-Werte enthält, da ist über 7 Billionen an Marktkapitalisierung entschwunden. Wir sind 33% gefallen im Jahr 2022. In der Finanzkrise im Jahr 2008 sind wir sogar 41,9% gefallen, aber damals verlor man an Marktkapitalisierung nur um und bei 1 Billion. Jetzt waren es 7 Billionen, sogar mehr als 7 Billionen. Das zeigt, wie stark aufgeblasen natürlich diese Assets gewesen sind. Das zeigt, dass die Allesblase natürlich dann eine sehr, sehr große Fallhöhe hat. Und das gilt wohl auch für das Jahr 2023. Ich glaube noch nicht, dass wir fertig haben, wie Trapattoni sagen würde, dass wir also durch sind mit dem Schmerz. Wir sind wohl mittendrin. Schauen wir uns mal an, wie 2022 gelaufen ist für die großen Tech-Aktien. Apple noch am besten mit 26% Minus, dann eine Microsoft, Google 39%, eine Snap am schlechtesten mit 81%, aber auch eine Tesla mit 65%. Der große Highflyer der letzten Jahre ist also auch abgestürzt. Jetzt hat man gestern Zahlen geliefert und die waren schlechter als erwartet, nämlich Auslieferungszahlen, wie viele Fahrzeuge man faktisch ausgeliefert hat. 405.000, das waren weniger als erwartet. Und jetzt stellt sich eben die Frage, naja, wie schaut es um die Nachfrage aus? Es stellt sich also dann jetzt eben nach Platzen dieser Allesblase die fundamentale Frage nach Bewertungen. Ist dieser ganze Hype eben überhaupt nachhaltig? Und die Antwort ist sehr, sehr wahrscheinlich nein, denn wir sehen eben, dass diese Nachfrage offenkundig nachlässt. Und auf der anderen Seite hat Tesla jetzt Überkapazitäten mit diesen Gigafactories, die man gebaut hat. Also da ist jetzt das Problem, dass Einzelhändler haben teilweise, dass sie sehr viel Lagerhaltung haben. Das könnte jetzt auch Tesla haben. Kein Wunder, dass Elon Musk Incentives gegeben hat, also praktisch Rabatte gegeben hat, irgendwelche Geschenke verteilt hat, 7.500 Dollar pro Auto jetzt zuletzt Ende 2022. Also wir sehen, wie die Dinge langsam wieder zur Normalität zurückkehren, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, erstmal sich klar zu machen, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das war ein Exzess, das war eine Übertreibung, und solche Exzesse und Übertreibungen, die dauern eine Zeit lang und sie dauern meistens auch länger, als man erwartet, als ich zum Beispiel erwartet habe. Aber sie platzen ganz sicher. Es ist eben nur die Frage, wann und wenn sie platzen, dann kann es böse werden, dann kann es bitter werden, denn dann kann es sogar sein, dass die Märkte von Übertreibungen nach oben zu Übertreibungen nach unten kommen und dann irgendwann wieder diese Reversion to the Mean, wie die Amerikaner sagen, also die Rückkehr zum Durchschnitt wieder passiert. Und das dürfte jetzt in diesen Zeiten passieren, dass wir wieder zum Durchschnitt zurückkehren, vielleicht sogar auf der Unterseite untertreiben im Jahr 2023. Wir werden sehen, jedenfalls wenn wir uns mal die globalen Aktienmärkte anschauen, den MSCI World oben,
Schlechtestes Jahr für die globalen Aktienmärkte seit dem Jahr 2008. Und unten sehen wir die amerikanischen Anleihemärkte, die ja super gelaufen sind in Zeiten, als die Zinsen tendenziell sanken, auf Null fielen. Jetzt allerdings in dieser Phase, wo die Zinsen nach oben gehen, haben wir das schlechteste Jahr gesehen seit Jahrzehnten für die US-Anleihemärkte. Und das führt dazu, dass viele, viele professionelle Investoren, die ja sowohl Aktien als auch Anleihen im Depot haben, großen, großen Schmerz erleiden mussten. Die haben über 30% verloren, weil eben sowohl Anleihen als auch Aktien in der Summe deutlich verloren haben. Und jetzt ist auch die erhoffte Weihnachts- und Jahresendrallye ausgeblieben. Da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir haben am 31. Dezember zum Handelsschluss nochmal eine leicht freundliche Tendenz gesehen. Wie es weitergeht, dazu gleich mehr. Aber nochmal hier vielleicht der Rückblick eben auf die einzelnen Indizes. Dow Jones am besten nur minus 8,78%. Der Sieg von Value über Growth, könnte man sagen. S&P 500 um und bei 19%, Nasdaq minus 33%, Russell minus 21,5% und der DAX nur minus 11,4%. Wäre der DAX also amerikanisch, dann wäre es der zweitbeste Index in den USA. Interessant, aber es ist eben so, dass letztendlich dieser monetäre Klimawandel, diese geldpolitische Wende der Fed dazu geführt hat, dass jetzt die Luft aus der Allesblase erstmal raus ist. Und so schnell wird die Fed nicht umsteuern können, wenn sie nicht die Schrecken der 1970er Jahre wiederholen will. Damals hat sie ja genau diesen Fehler begangen, oder sie hat geglaubt, die Inflation ist jetzt vorbei, hat die Zinsen gesenkt. Aus dieser Erfahrung speist sich die Haltung von Jerome Powell, das darf man nicht vergessen. Er wird also sehr zögerlich sein. Er wird eher ein Ticken zu lange warten, die Zinsen wieder runterzunehmen, auch wenn die Wirtschaft der USA in eine Rezession abgleiten wird. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Schauen wir uns mal hier die einzelnen Monate an. Dann gab es ja durchaus positive Monate. Wir haben etwa einen positiven Juli gesehen, einen positiven Oktober, einen positiven November. Der Dezember dann überraschenderweise wieder negativ. Der beste Handelstag übrigens war immer der Mittwoch, der einzige, der wirklich deutlich positiv ist. Dienstag auch ganz leicht positiv. Der schlechteste Handelstag war der Montag. Sie wissen, die Amerikaner haben für alles Statistiken. Schauen wir uns eben mal den Grund allen Übels an. Das ist eben die Zinsanhebungsmanie der Fed, könnte man sagen, die zu spät auf die Inflation reagiert hat. Aber immerhin hat sie reagiert. Dann ist sie voll in die Eisen gegangen. Respektive hat die Zinsen massiv nach oben genommen. Hier sehen wir diese dunkelblaue Linie, wie schnell es nach oben geht. Es ist nur in den 70er Jahren einmal schneller gegangen, als auch die Inflation noch stärker gestiegen war. Hier sehen wir im linken Chart mal die Financial Conditions und die sind immer noch relativ lax angesichts einer doch immer noch relativ hohen Inflation. Die Märkte glauben nicht, dass die Fed hier durchziehen wird und das erhöht das Risiko, dass die Fed eben länger und härter agieren wird, als sie es normalerweise müsste, wenn die Märkte entsprechend reagieren würden. Dementsprechend ist das Risiko relativ groß, dass eben etwas kaputt gehen muss, bevor die Fed wirklich umsteuert. Hier im rechten Chart sehen wir mal die Marktkapitalisierung des Wilshire, also praktisch des gesamten US-Aktienmarktes, immer noch sehr, sehr hoch historisch gesehen. Und auf der anderen Seite unten in diesem rechten Chart sehen Sie Retail Allocation to Stocks, also das, was Kleinanleger, Privatanleger sozusagen an Aktienpositionierung haben. Und hier sehen wir, da ist es im Dezember nach einigen Monaten wieder nach oben gegangen. Man ist also wieder ein bisschen optimistischer. Und das, obwohl Bärenmärkte normalerweise durchschnittlich 390 Tage dauern, bei einem Verlust von 36%. Jetzt haben wir einen Verlust, je nachdem welchen Index man nimmt, aber auf jeden Fall unter 36%. Der Nasdaq, der schlechteste, mit minus 33%. S&P 500, Pi mal Daumen, minus 19%. Die derzeitige Länge des Bärenmarktes 220 Tage. Wir haben bisher keine Anzeichen von Kapitulation, also dass da wirklich
mal jetzt so ein Panik-Move nochmal kam, wo es alle rausgespült hat. Im Gegenteil, wir sehen den VIX etwa bei 21. Wenn wir uns mal die letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, dann sehen wir, dass in Phasen, wo es wirklich nach unten ging, mindestens der VIX bei 27 war, da ist es sogar über 50 war. Also hier sehen wir, da ist nicht wirklich jetzt eine Paniksituation da, die dann jetzt auf einen nahenden Boden hindeuten würde. Dennoch dürfte, könnte, sollte es bald jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht in den nächsten Stunden sogar ein bisschen nach oben gehen. Aber in Sachen Kapitulation schauen wir uns hier mal die Erwartungen der Wall Street Firmen an. Wir sind ja so um und bei 3850 Punkte im S&P 500 und hier sehen wir die Jahresendziele und sehen, es gibt im Grunde nur drei Banken, nämlich Barclays, Société Générale und BNP Paribas, die erwarten, dass der Leitindex S&P 500 tiefer schließen wird als am 31. Dezember 2022. Da ist also nicht wirklich grober Pessimismus am Start, kann man sagen. Und interessant auch, wenn wir uns mal anschauen, wie die Dinge sich gewandelt haben zwischen Trump und Biden. Da war zum Beispiel unter Trump Exxon der schlechteste Wert, die schlechteste Large Cap Aktie, also große Aktie, war Exxon eben aus dem Ölsektor der schlechteste Wert, Tesla dagegen der beste Wert. Jetzt ist unter Biden Tesla der schlechteste Wert und Exxon unter Biden der beste Wert. Also das ist eine Art Treppenwitze der Geschichte. Dennoch, hier sehen wir, warum es jetzt zum Handelsschluss am 31.12., der letzte Handelstag vor heute, in den USA nach oben gegangen ist. Da hatten wir eine positive Divergenz, haben sie nach wie vor. Im 5-Minuten-Chart wird es jetzt langsam ein bisschen eng. Im 15-Minuten-Chart hat der S&P 500 noch ein bisschen Platz. Aber wir sehen, da sehen wir so eine Art Triangle, die sich hier bildet, die durchaus jetzt nochmal das Potenzial hat einer Gegenrally. Wir sind ein bisschen überverkauft, übergeordnet. Wir könnten also durchaus etwa zum 78,6er Retracement, Fibonacci Retracement, nochmal laufen. Das wäre 4029 Punkte im S&P 500. Also da wäre durchaus ein bisschen Platz für eine Gegenbewegung, auch weil eben wahnsinnig viele Puts draußen sind. Der Put-Call-Ratio über 2, also es gibt mehr als doppelt so viele Puts als Calls. Normalerweise ist das Verhältnis ziemlich anders. Da ist es so, dass eben normalerweise Calls dominieren. Da ist also starke Absicherung der Fall und das wäre jetzt durchaus typisch, wenn jetzt gerade Anfang Januar, da fließt sehr, sehr viel Geld nochmal normalerweise über ETF-Sparpläne in die Märkte etc., dass da jetzt ein bisschen Kaufinteresse reinkommt und damit dann eben hier diese Gegenbewegung kommt, die dann wieder viele bullisch werden lässt, sagen lässt, ja siehst du, alles gut, das ist doch jetzt der Boden und dann ist es eben wieder nicht der Boden, die Wahrscheinlichkeit zumindest ist herausragend. Solange die Fed eben in diesem Zinsanhebungszyklus ist, interessant ist, dass Gold deutlich zulegen kann. Hier in dem Chart von Capital.com sehen wir, dass wir da über Nacht doch mal deutlich zulegen konnten. Jetzt nächster Widerstand im Gold bei 1875. Wir sehen, und das ist wichtig, dass jetzt in China natürlich die Lage nach wie vor katastrophal ist. Wir haben schwache Wirtschaftsdaten gesehen, Kaixin Einkaufsmanager Index etc. Hier sehen wir aber, dass die Beweglichkeit wieder ein bisschen zunimmt anhand von U-Bahn-Daten in den Städten Shanghai, Guangzhou, Shenzhen und Nanjing. Also wir sehen, es geht langsam wieder nach oben. Die Leute gehen wieder ein bisschen mehr raus. Aber dennoch scheint es so zu sein, dass eben das chinesische Facebook klar darauf hindeutet, dass im 4. Quartal die Wirtschaft in China geschrumpft ist, also nicht gewachsen, sondern geschrumpft ist und dass Chinas Führung wohl aufgrund der schwachen Wirtschaft jetzt umgesteuert hat, diese plötzliche Öffnung gemacht hat, jetzt offenkundig versucht, dass möglichst schnell diese Leute, die Menschen in China sich alle infizieren, damit man irgendwann so eine Art Herdenimmunität hat, irgendwann das Problem vielleicht hinter sich hat. Jetzt sehen wir in Deutschland zunächst mal, dass die Materialengpässe deutlich nachgelassen haben. Nur noch 50,7% der befragten Firmen berichten das. Im November waren es noch 59,3%, im Oktober waren es noch mehr. Also wir haben den dritten Rückgang in Folge. Aber das könnte sich wieder drehen, wenn eben
in China die Dinge wieder schwieriger geworden sind. Das wird dauern, bis das dann bei uns ankommt. Da werden dann bestimmte Häfen nicht wirklich auf Volllast arbeiten können, weil eben die Leute erkrankt sind. Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen, auch in Sachen Inflation sehr wichtig. Heute 14 Uhr haben wir die VPI Verbraucherpreise aus Deutschland und diese Inflation ist politisch gemacht, auch ein Stück weit durch die politisch gewollten, künstlich verteuerten Energiepreise, die ja schon vor dem Ukraine-Krieg deutlich gestiegen sind. Und jetzt sehen wir dann solche Anzeigen der Bundesregierung, wir entlasten Deutschland. Und da sagt Daniel Stelter, überheblicher kann Politik nicht sein. Die Bundesregierung gibt Geld heutiger und künftiger Steuerzahler mit vollen Händen aus und lässt uns dann noch diese Anzeigen bezahlen, um die Umkehrung der Realität und den offensichtlichen Weg in die Staatswirtschaft zu feiern. Ja, es wird immer mehr Staat, meine Damen und Herren. Und das ist nicht gut, das ist schlecht, das wird sich auf Dauer negativ auswirken. Das ist nur eine Frage der Zeit. Abschließend zwei Artikelhinweise. S&P 500 und DAX. 2022 war schlimm. Wie wird 2023? Erster Artikelhinweis und zweiter Artikelhinweis, meine Damen und Herren. Michael Burry sagt, die USA befinden sich bereits in einer Rezession. Der ist immer wieder interessant zu lesen, dieser Michael Burry. Also zwei Artikelhinweise jetzt. Ihnen erstmal einen guten Start in dieses neue Jahr. Und vielen Dank für die super netten Aussagen, Wünsche, Spenden, die wir hier erfahren haben oder die Sie mir, uns, der Finanzmarktwelt gegeben haben. Ist einfach super nett, super gute Community. Ich bedanke mich ganz herzlich und jetzt erstmal einen guten Start. Servus, ciao.